Okay. Ich sehe, das Interesse ist groß. Schauen wir erstmal in die Kommentare. Revi hat einen Hund. Sie ist Revis Traumfrau. Ja, Traumfrau, also ich kenne die nicht, ne? So, ich sehe jetzt schon darauf, dass Revi reagiert. Ah ja, okay. Wenn Revi darauf reagiert, möchte ich seine Wut nicht erleben. Was erwartet uns da? Ich bin gespannt. Ein Video mit ihren Revi wäre echt lustig, weil sich Revi safer stellen würde, wenn er in der Nähe mit so einer attraktiven Frau wäre. Bullshit, ich wäre genauso herablassend, wie ich es jetzt auch bin. Viele Videos mit Revi, bitte klassische Win-Win-Situation. Für mehr Follower für dich und Revi. Erklärt sich von selbst. Mache das Beste deiner schweren Zeit und wünsche dir viel Kraft und Gesundheit. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Genau so ein Ding. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, Grüße gehen raus an Revi im Stream. Bin auf die Streams gespannt. Ganze Chat hier schon in den Kommentaren. Sehr schön. Da wollen wir doch gar nicht lange drum herum fackeln. Was hat sie mit ihren Haaren gemacht? Warum sind die blond? So nicht, Frau Bra, so nicht. Willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Und ich hoffe auch, dass ihr mich nicht vergessen habt. Niemals, niemals. Ich weiß, es kamen jetzt 2 oder 3 Wochen gar keine Videos mehr online. Ihr habt mir auf... Ich wusste bis gerade eben nicht, dass die einen eigenen Kanal hat. Instagram noch so viele Fragen gestellt. Deswegen werde ich die Fragen jetzt hier für euch beantworten. Ja. Und ja, dann werde ich euch noch so ein bisschen erzählen, was so in meinem Leben war, was jetzt noch so alles kommt. Ja. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen los. Und nicht wundern, wenn ich immer nach rechts schaue. Ich habe hier mein Laptop, hier sind die Fragen drauf. Ich habe nämlich meine Kamera beim Umzug verloren. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Aber ist egal, ich nehme jetzt mit meinem Handy auf und ich hoffe auch, dass das einigermaßen okay ist. Von der Schatz, du siehst immer wunderbar aus, egal in welchem Licht und welche Kamera. Das passt, mach einfach weiter. Qualität her. Ich würde sagen, wir kommen jetzt auch gleich zu der ersten Frage. So, die allererste Frage war... Wo ich ja momentan wohne. Ich wohne momentan immer noch nach wie vor in Berlin. Und ich werde auch erstmal hier bleiben. Ich bin jetzt auch. Wolltest du nicht nach Köln ziehen oder wie? Simp, hört auf. So ein Simp. Er schaut sich ein Video von einer Frau an. Was für ein Simp bin ich denn? Ich schaue mir ein Video von einer. So ein Simp. Oh mein Gott. Auch in meine eigene Wohnung eingezogen. Und hier habe ich erstmal vor, auch zu bleiben. Die zweite Frage ist vor ganze was Chat voller Sim. Ja, es ist eigentlich nicht allzu schwer. Ich glaube, alle meine Freunde wissen, vor was ich Panik habe. Und zwar Schlangen. Mir wird schlecht, wenn ich Schlangen sehe. Ich weiß. Oh, da haben wir zwei mal ein Problem. Wenn ich dann mal... was soll die Scheiße hier mit Sim? Hört auf jetzt damit, Chat. Soll ich dann vielleicht mich doch mal entkleiden? Was für ein vorhersehbarer und schlechter Joke. Ich weiß es nicht, woher das kommt. In Rumänien habe ich ja schon öfters Schlangen gesehen. Da fand ich das nicht so schlimm. Oder vielleicht habe ich irgendwas erlebt, wo ich mich gerade nicht erinnern kann und irgendwie im Unterbewusstsein. Morgen ist das Simple Mode da, ich sag's euch, Leute. Tut mich das voll prägen. Ich habe so das Gefühl, dass irgendwann mal eine Situation kommt, wo ich komplett damit konfrontiert werde mit einer Schlange. Darauf muss ich mich total vorbereiten. Ja, ja. Konfrontation mit Schlangen. Lass uns da später drüber sprechen. Weil ich höchstwahrscheinlich einen Herzinfarkt kriegen werde. Die dritte Frage ist, bin ich alleine... Ich kann Dings, Herzdruckmassage, das... was mache ich hier eigentlich, Alter? Es ist so peinlich, wirklich. Ich wohne, ob ich ein Haustier möchte. Ich wünsche mir so sehr ein Haustier. Ich würde so gerne einen Hund haben. Ja, Mann. Jetzt, wo ich so ich habe einen Hund. Bin, mir einen Hund echt gut tun würde. Ja, ne? Ist ja voll passend, dass ich einen Hund habe. Die nächste Frage ist, wie ist dein Verhältnis... zwischen dir und deinem Ex-Freund, kannst du mich grüßen? Mein Kapital Bra. Zwischen mir und meinem Ex-Freund ist so, wie es eigentlich zwischen Ex-Freunde sein soll. Distanziert und man hasst sich gegenseitig, man will sich gegenseitig umbringen oder was jetzt wie? Wir haben kein Verhältnis, wir haben keinen Kontakt. Also weiß ich jetzt nicht, ob das so sein soll. Ich habe mit Jody immer noch Kontakt und Frau Bra, ja, Ansichtssache, ne? Ja. Ich habe schon längst mit ihm abgeschlossen, schon bevor wir uns getrennt haben, weil die Sache schon für mich gegessen. Okay. Weil es einfach nicht mehr gepasst hat. Dieser ganze Chat ist einfach nur voller Simp, ihr dummen Wichser. Ich werde morgen dieses Emote holen und dann werde ich da so reincashen, weil alle wieder hier mit ihren Subs reingeiern, ihr ehrenlosen kleinen Hunde. Ich verstehe euch aber trotzdem, dass ihr noch... ich guck sich Video von Frau an, Simp. ...das nachfragt, obwohl er auch schon vergeben ist und ich... immer wieder sage, dass ich niemanden habe, dass ich niemanden möchte und dass ich... Wie möchte keinen haben? Ich habe Pflaster hier. Falls mein Herz gleich reißt, kann ich flicken. Alles gut. Ich komplett glücklich bin, so wie es ist. Klar, manchmal fühle ich mich einsam und
Manchmal hätte ich auch gerne jemanden an meine Seite, aber ich habe lieber niemanden an meine Seite, als unglücklich vergeben zu sein. Ja, ich würde Mann. Mich wirklich sehr, sehr ja, freuen, Mann. Wenn ihr da nicht mehr irgendwelche Fragen dazu stellt, weil das für mich auch sehr anstrengend ist. Ist genau das Falsche beim Chat, sowas zu gucken. Schaut euch meinen Chat an. Schaut euch meinen Chat. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Dankeschön, Yoshi, für die 2 Euro. Schaut euch meinen scheiß Chat an. Mein Chat wird jetzt nur noch solche Fragen stellen. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, dass ich diese ganzen wilden Jungs und unbefriedigten Kerle und ungebumsten Menschen auf euch loslasse. Ey, sorry, Mann, wirklich. Es ist immer wieder diese Sachen zu sehen, weil ich überhaupt nicht mehr an ihn denke. Und jedes Mal, wenn ich so eine Nachricht lese, dann muss ich an ihn denken. Ja. Deswegen, ja, macht ja nichts aus. Trotzdem, es würde mich wirklich freuen, wenn ihr das in Zukunft... Ich hasse euch so, Chat. Geht das jetzt die ganze Zeit, wenn ich mir dieses Video reingucke? Danke. Wie bist du dazu gekommen, bei Krass Klassenfahrt mitzuspielen? Da habe ich schon mal in einem Video erwähnt. Ich werde euch das unten verlinken. Da könnt ihr gerne die Frage dazu sehen. Die habe ich schon... dort beantwortet. Ey. Da muss ich nicht immer zur Seite schauen. Ich kann dir auch deine Videos schneiden, ist vollkommen in Ordnung. Ja, ich habe eh schon hier, Simper, kommt. Du vergeben, nein, ich bin nicht vergeben und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Wirst du noch in weitere Serien mitspielen? Kannst du mich grüßen? Ich heiße Mara. Mara, ich grüße dich und... ich bin nicht abgeneigt, also ich muss schon sagen, nach Krass Klassenfahrt habe ich gemerkt, dass es mir sehr viel Spaß macht. Ich habe auch noch so eine Serie, geplant, wo wir was drehen können zusammen. Das Drehbuch, das. Schauen, was so alles kommt, aber ich werde nicht alles annehmen. Da hat jemand dann auch noch gefragt, ob ich rauche. Nein, ich rauche nicht. Das, was ich halt mache, ist, dass ich ab und zu mal trinke. Ich trinke aber auch nicht so, dass ich mir komplett... Schau mir gerade so ganz entspannten Video an. Was mein ich halt Chat. Das mache, ist, dass ich beim Essen oder mal so am... Ist ja eine Frau, ich darf mir kein Video von Frauen anschauen. Denn sonst, merkt's euch. Danke, danke. Am Wochenende abends, während ich fernschaue, ein Glas Wein trinke, und zwar nur Rotwein. Sehr gut, trockener Rotwein, ich bin down, ja. Ich brauche auch keine Shisha übrigens. Okay, was machst du gegen Langeweile in der Corona-Zeit? Von Montag bis Freitag arbeite ich ja 8 Stunden zu Hause. Also als, wir haben was? Ja Home Office. Als was? Das würde ich gerne wissen. Was arbeitet sie? Die Zeit vergeht schon mal sehr, sehr schnell. Was ist denn hier, Junge? Ja, ansonsten, was mache ich? Ich telefoniere sehr viel. Ich glaube, meine Bildschirmzeit ist so krass gestiegen in der letzten Zeit. Gehe ich halt einkaufen. 7 Stunden pro Day. Viel mehr Sport als davor. Komischerweise, ich weiß es nicht warum. Was magst du an dir selber? Ich glaube, das ist jetzt mal aufs Aussehen bezogen oder Charakter? Erzähl einfach. Egal, ich sag jetzt mal beides. Also charaktermäßig mag ich meine Loyalität. Bezogen auf mein Aussehen mag ich meine Lippen und meine Nase. Was ist mit dir Süß. Und Revi los? Ja. Jetzt wird interessant. Meine Fresse, Chat, hört auf jetzt damit, Alter! Also jetzt mal Real Talk. Es ist zwischen uns eigentlich nichts los. Nichts. Das nennst du nichts los. Nichts los. Wahrscheinlich ist nichts los, oder? Aua. F. Los, außer dass wir schreiben. Wir wollten uns ja wegen Krass Klassenfahrt treffen, weil wir ja zusammen darauf reagieren wollen. Genau. Das ist jetzt aber auch schon Geschichte, deswegen bin ich mir nicht sicher, ob wir uns noch treffen werden. Okay. Ihr könnt mal gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr trotzdem ein paar Videos von uns sehen wollt, weil... Videos? Mehr nicht. Dann würde ich mir nach Corona überlegen, ob ich dann doch zu ihm fahre, dass wir da zusammen was aufnehmen. Aber falls ihr Lust drauf habt, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren schreiben. Ey, au! Bekommst du Hate wegen Krass Klassenfahrt? Leute, ich bin geschockt. Ich bin so, so krass geschockt. Ich hatte am Anfang wirklich Bedenken und ich hatte Angst, dass vielleicht meine Rolle nicht so gut ankommt oder dass es euch nicht gefällt, wie ich Show gespielt habe oder so. Aber ich habe bis jetzt gar keinen Hate bekommen. Ich bin so dankbar, dass ihr so toll seid und mich so krass unterstützt.
Ich liebe euch alle wirklich. Kann ich auch, mit oder? Dir zocken. Auf jeden Fall, sobald ich das richtig durchziehe, jetzt möchte ich erstmal noch nicht sagen, weil ich viele Sachen nicht habe, um zu zocken und um zu streamen. Die Frage Aber ist. Wenn ich alles habe, dann werde ich auf jeden Fall. Die Frage ist, die will sich ja nur wegen Videos mit mir treffen, ne? Die will nur meine Reichweite. Ja, gib's mir, Chat. Gib's mir. Auf jeden Fall einmal pro Woche ein paar von euch gemeinsam zocken. Was hast du an dir machen lassen? Hast du deine Brüste machen lassen? Nein, ich habe meine Brüste nicht machen lassen und meine Nase habe ich auch nicht. Sonst, was stand da gerade? Sonst hätte ich Doppel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doppel D, 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 D. Auch nicht machen lassen. Ich habe nichts machen lassen. Wie oft hast du Sex? Sag mal. Nie. Wenn ich jetzt sage, das ändert sich, dann meine ich damit, das ändert sich. Wirklich, nie. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Würdest du mit einem Mann ausgehen, der kleiner ist als du? Nein. Sag jetzt nicht, du bist 1,90 Meter. Ich bin 1,62 Meter. Easy. Wenn ich einen Freund hätte, der noch kleiner wäre als ich, wie soll das gehen? Es gibt Menschen, die sind klein, das sind kleinwüchsige. Die sind teilweise nur 1 Meter groß. Also, unmöglich ist das nicht. Ist dein Akzent von Krass Klassenfahrt echt? Ja, ist es. Wann möchtest du heiraten und Kinder bekommen? Heiraten ist so eine Sache, das wollte ich früher immer, aber in der letzten Zeit habe ich meine Meinung geändert bezüglich Heirat. Kinder würde ich sehr gerne sogar jetzt bekommen, aber das kann ich sowieso vergessen. Immer so. Ich wurde gebetet. Ich wurde gebetet. Eine Frage und ich stehe im Titel. Ich werde benutzt. Ich fühle mich benutzt. Ich fühle mich ausgesimpt. Ich werde gerade gesimpt. Ich werde benutzt. Ich bin eine dreckige Nutte. Ich werde benutzt. Sehr früh Mutter werden wollte, so wie meine Mama. Meine Mama hat mich mit 19 bekommen und sie ist noch sehr jung und sie kann mit uns noch sehr viel erleben. Real Talk, wie alt ist sie? Sagt's mir bitte und schreibt nicht immer Simp in den Chat. Hört auf jetzt damit, bitte. Lasst es sein jetzt, hört auf! Wie alt ist die? Wie alt ist die Frau? Ich weiß es wirklich nicht. Ich muss da passen. Die ist nicht 12. 13. Hört auf! Wie alt ist die? 5, 32, 69. Chat, wie alt ist sie? 11, 5, 40, 30, 46. Da ist keine anständige Antwort dabei. Sorry, egal wie alt die ist. Es gibt eh keinen. Und deswegen wollte ich auch schon immer sehr früh Mutter werden. Vielleicht in 2, 3 Jahren oder so, hoffentlich. Ja. Wie alt bist du? Ich bin 25. Danke! Top Chat! Super macht ihr das. Danke! Danke, Leute! Falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, könnt ihr es jetzt gerne. Ich folge, glaube ich, nicht. Vielleicht. Ich heiße Mini Kuta und falls ihr mich hier noch nicht abonniert habt, könnt ihr es gerne auch tun und bitte die Glocke aktivieren. Nein, ich bin sauer. Sonst bekommt ihr es gar nicht mit, wenn ich ein neues Video bin sauer. Alle. Ich bin enttäuscht. Ja, meine Freunde, bleibt alle gesund. Freunde, und danke nochmal fürs Zuschauen. Bleibt du auch gesund. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Nee. Bis bald. Doch, ja. Ciao. Ich bin halb befriedigt, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstmal, Nummer 1. Das Video ist nicht auf 10 Minuten gestreckt. Das müssen wir ändern. Du denkst wirtschaftlich, junges Fräulein. Zweitens, mein Chat hat eine ganz besondere Meinung von mir. Drittens, ich komme hier erstmal als Revinstagram, bin ich hier betitelt. Ist denn mein Instagram mein aussagekräftigstes Medium? Alter, Dankeschön, Ghost Jasper, für deinen Euro. Ist mein Instagram mein aussagekräftigstes Medium? Ich bin Revi. Nummer 3, ich fühle mich missbraucht und genutzt. So, und jetzt warte ich auf eine Antwort. Ich warte und dann beim nächsten Video, dann abonniere ich vielleicht auch. Nicht so ernst nehmen, Frau Bra. Ich mag sie wirklich gerne. Ja? Wir müssten aber ein Level finden, wo wir beide funktionieren. Wo wir viben. Ich mach's kurz und schmerzlos, Leute. Ich habe ja Pflaster zum Glück dabei. Mein Herz, es ist gebrochen. Aber es ist nichts, was man nicht wieder heile machen kann. Wo ist es? Ich muss es fühlen. Da ist es. So. Geht schon wieder. Lass Minecraft spielen oder so. Alles gut.
Alles gut. Sie hat mir nur das Herz gebrochen. Alles gut.